Das ist das Rezept des etwas anderen Jahresrückblicks im Theater. Ein guter Mix aus Talk, Musik und Tanz. Auch bei der 9. Ausgabe am vergangenen Sonnabend war dies so. Im Theater ließ die zweistündige Show Güstrower zu Wort kommen und bot außerdem gute Unterhaltung. Die Showgirls unter Leitung der Choreografin Maria Juliane Paschen waren auf der Bühne während der Talks und zum Tanzen präsent. Moderator Michael Meiners hatte auch Björn Rudolph und Holger Schneider, die Geschäftsführer der Stadtwerke und der Oase, eingeladen. Für jeden seiner Talkgäste nahm er sich Zeit. Dazwischen gab es immer wieder interessante und wissenswerte Daten und Schlagzeilen des vergangenen Jahres wurden noch einmal hervorgeholt. So wurde die Olsenbande 50 Jahre alt und fast jeder im Theater konnte auf Anhieb das Schlumpflied mitsingen. Die Schlümpfe feierten nämlich ihren 60. Geburtstag. Michael Meiners ist immer eines besonders wichtig. Das Besondere ist ja immer, eine gute Gästeauswahl hinzukriegen, dass der Mix stimmt. Wir suchen ja immer aus dem Bereich Wirtschaft, Kultur, Sport, so immer Größen, die auch Geschichten zu erzählen haben. Und man weiß ja immer hinterher, ob uns der Mix wirklich gelungen ist. Und ich nutze ja diese Vorabgespräche und habe schon gewusst, auf diese Interviews, Michael, kannst du dich freuen. Und dann dieses Publikumsspiel mit den Geräuschen, dass es wieder alles so passt. Und dann diese Live-Performance, die man ja nicht so proben kann. Das ist immer die Herausforderung und das macht am Ende aber auch genau die Essenz aus, die Spaß macht. Zwischendurch war das Publikum selbst zu einem Spiel herausgefordert. Juliane Walz und Jörg Baumgart sollten anhand eingespielter Motorengeräusche den jeweiligen Typ des Fahrzeugs erkennen. Für die Musik zwischen den Acts sorgte wie in den vergangenen Jahren die Begleitband Heavy Stones um Peter Kruse. Er ließ auch diesmal für jeden Gast die passende Musik erklingen. Na, zum einen ist natürlich die Flexibilität. Wir müssen ja als Band dort immer reagieren, auch auf die Moderation. Wir müssen sehr, sehr gut aufpassen. Und andersrum können wir natürlich auch schöne Songs selbst performen, wo wir als Band einfach auch viel Spaß haben. Erstmals war sein Sohn Paul dabei. Der 19-Jährige fügte sich gut in die Gruppe ein. Also ich fand, es war eine gute Veranstaltung, es hat mir Spaß gemacht. Ich durfte ab und zu bei ungefähr der Hälfte der Stücke musikalisch mit dabei sein, ein bisschen helfen, unterstützen. Und es war, denke ich mal, ein guter Mix dieses Jahr, auch mit Posaune mal dabei, ein bisschen Blechblasinstrument. Ja, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Steffen Rothner, der Holzmaxe, saß gemeinsam mit Sebastian Bär, der seit kurzem amerikanische Autos in der Barlachstadt verkauft, bei Michael Meiners auf der Bühne. Beide erzählten, warum sie sich gerade in Güstrow niedergelassen haben. Aber auch Miriam Erle, ein musikalisches Talent, die in der Kreismusikschule über Jahre mitwirkte, war ein Talkgast. Derzeit studiert sie Klarinette an der Hochschule für Musik in Leipzig. Henning Spitzer, der in der Barlachstadt lebt und arbeitet, berichtete von seiner künstlerischen und bildhauerischen Tätigkeit. Die Fakten des Jahres jeweils mit einem lockeren Kommentar versehen, da waren die 2 Stunden wie im Fluge vergangen. Am Schluss zeigte der Beifall des Publikums, dass es dem Dreierteam mit Maria Juliane Paschen, Matthias Illich und Michael Meiners auch diesmal wieder gelungen ist, gut zu unterhalten. Und für das kommende Jahr, nämlich die 10. Ausgabe, wollen sie sich etwas Besonderes einfallen lassen. Da werden wir selber mal auf die letzten 10 Jahre zurückblicken, also ein Rückblick im Rückblick. Da wird es auch viele Überraschungen geben, die wir aus unseren ersten Jahren, Jahresrückblick-Show, dann mit in die Show einbinden werden. Und ich glaube, da wird das Publikum wieder eine Menge Spaß mit uns haben. Darauf können sich die Güstrower also schon jetzt freuen.